Eine weitere Stimme haben wir vom FCL Youngster Remo Arnold. Super League Debüt heute und gerade ein Sieg. Remo Arnold, besser können wir nicht anfangen. Nein, definitiv nicht. Vor allem im heimischen Stadion bin ich super stimmig mit einem Sieg. Alles hat passt. Wann hast du erfahren, dass du heute von Anfang an spielst? Heute noch am Mittagessen. Und hast gesagt, kein Problem, da muss ich durch. Ja, am Anfang, als ich es erfahren habe, ich so gedacht, ja, geil. Aber dann war ich ein bisschen nervös, aber sobald es angefangen hat, das Spiel, hatte ich keine Mühe mit Nervosität. Ja, war dankbar. Jetzt, die Fans feiern dich schon. Ich glaube, die Luzern haben vor allem auch Freude, dass wieder mal ein Einheimischer da das Ganze packt, du aus Schlierbach, ein echter Luzerner. Ja, das ist mein Club. Ich spiele seit U12 hier. Es war mein grosses Ziel, hier mal auszulaufen. Jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht, aber es steht noch viel vor mir. Jetzt weiss man, dein grosses Vorbild ist der Steven Gerrard. Wie viel fehlt es noch, bis der zweite Gerrard bist? Ja, da fehlt es noch ganz viel. Ich meine, das war ein Weltstar. Und ich habe jetzt hier für mein erstes Spiel gemacht. Das ist noch viel, viel Arbeit. Also das erste Spiel, das sicher wieder in Erinnerung bleiben mit dem Sieg. Danke vielmals, Remo Arnold. Danke vielmals. So heute also der Remo Arnold und wir machen in wenigen Augenblicken weiter mit der Resultatübersicht. Wieder Ladies Night. Am 3. Oktober spielen wir daheim gegen den FC Lugano. Und auch das Jahr tragen wir alle Ladies auf Hände. Ladies, wir zählen auf euch.